Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Portaltagen in Zeitraum von 8. bis 17. Februar 2019 nach Maya-Kalender. Und die Portaltagen kommen von Maya-Kalender. Ich bin so wütend. Ich bin richtig wütend, wie viel Schwachsinn, wie viel Blödsinn über diese Portaltage erzählt wird. Von mir aus kann jede Karten legen, Energiearbeit machen, sollt euch inspirieren lassen. Aber hier bei Portaltagen handelt es sich um ein Kalender. Hier kann man nicht schwätzen. Es ist mathematisch berechnet mit astronomischem Hintergrundwissen. Das haben die Alta Mayas Jahrhunderte beobachtet, berechnet, aufgezeichnet. Und wir haben diesen Schatz bewahrt, ein Teil davon bewahrt, und das sollen wir auch ehren. Wir haben hier ein Heiligtum und das dürfen wir nicht vernichten mit diesen Portaltagen. Ich habe mich als Aufgabe genommen, Licht in Dunkelheit zu bringen. Erklären, was sind diese Portaltagen und wie kommen wir in diese Schwingung und wie öffnen wir diese Türen. Und wenn jemand erzählt, Portaltagen, ja, da haben wir Kopfschmerzen. Kopfschmerzen haben wir doch jeden Tag, wenn wir Sorgen haben. Da brauchen wir keinen Portaltag dazu. Nun zum Klarstellen. Es ist ein Kalender. Und dieses Kalendersystem ist präzis. Und das sind nicht nur ein Kalender, die Mayas haben verschiedene Kalendersysteme. Nicht nur die Mayas, auch die Ägypter. Es gibt einen Kalender für den Alltag. Es ist aber nicht identisch mit unserem Kalender, die sogenannten gregorianischen Kalender, was von Papst Gregor kommt, was mit den Naturgesetzen gar nichts zu tun hat. Also zurück zu Mayas. Die haben einen Kalender für den Alltag, was nicht mit unserem Kalender identisch ist. Und sie haben einen anderen Kalender, wo die Bewegung beschreibt unseren Sonnensystem in einer zentralen Sonne. Und diese zentralen Sonne ist Alkyone, ein Stamm von Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Geschwister, die Töchter von Atlas. Die zentrale Sonne ist Alkyone und die Plejaden kreisen um diese zentrale Sonne, so wie unserem Sonnensystem auch. Und einmal durch Alkyone zum Kreisen benötigt unserem Sonnensystem 26.000 Jahre und das ergibt sich ein platonisches Jahr und wir leben gerade in Wassermann-Zeitalter. In unseren westlichen Kulturen wurde das bestimmt, Jahr 2000 hat das begonnen. Vorher waren wir noch in Fischenzeitalter. Die Mayas haben das genau berechnet und das haben sie festgestellt, beginnt die neue Zeitalter, Jahr 2012. Da wurde auch so viel erzählt, so viel Schwachsinn
dass niemand über die Maya-Kalender überhaupt was wissen will. Aber ich möchte das lebendig machen, weil immerhin haben wir Werte, Schätze und das sollen wir auch bewahren. Das heißt, es ist ein Kalendersystem, beziehungsweise zwei Kalender wird hier verglichen und in ein Portaltag öffnet sich den Tor, ich könnte sagen, von dem alltäglichen Kalender, was die Mayas im Alltag benutzt haben, zu einem spirituellen Kalender. Und das sind diese Portaltage. Wir kommen in eine andere Schwingung. Ich könnte das sagen, wir öffnen ein Tor zum Heiligtum, die göttliche, feinstoffliche Energie. Und das sind diese Tage. Es gibt verschiedene Wellen, was die Mayas als Töne bezeichnen. Das sind Schwingungen. Und wir befinden gerade in der fünften Welle, in dieser Schwingung. Und diese Welle, diese fünften Welle bedeutet, das ist die Welle, was Himmel und Erde verbindet. Das Symbol ist ein Baum des Lebens. Aai heißt diese fünfte Welle, wo wir uns gerade in dieser Zeitqualität uns befinden. Und dieser Baum als Symbol symbolisiert die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Es symbolisiert auch die Verbindung zu unserem Ahnen, unserem Vorfahren, die Verbindung zum verstorbenen Seelen. Gleichzeitig verspüren wir unserem Wurzel. Dieser Baum wächst und dehnt, das wird unten bei diesem Wurzel genährt und so steigt nach oben. Eiche ist dieser kraftvolle Baum als Vorbild und diese Eiche vermittelt uns als Symbol Standfestigkeit. Und das, was wir gerade in diesem Zeitraum, solange bis wir in dieser fünften Welle uns befinden, und das dauert bis 13. Februar. Bis 13. Februar sind wir in dieser fünften Welle. Hier können wir etwas befestigen. Und gleichzeitig bekommen wir das Vertrauen an die göttliche Führung. Es ist nicht nur als Baum wird diese Welle dargestellt, das ist die eine Symbolbild für diese fünften Welle, sondern ein anderer Begriff dazu ist wie ein Himmelswanderer und zeigt unsere Fähigkeit, eine Brücke bauen auf einem höheren Bewusstsein, eine Brücke bauen zu dem Göttlichen. Und das, diese fünfte Welle gibt uns auch die Kraft, etwas Neues beginnen, ein Neuland. Wir werden in dieser Zeit unsere Grenzen überschreiten, ohne dass wir die feste Boden unter unseren Füßen verlieren. Das ist eine Phase der Lebensveränderung. In dieser Welle können wir uns befassen mit unserem Wurzel, mit unserem Ahnen, mit unserer Familie und unseren Traditionen. In dieser fünften Welle, in dieser Phase, wird unsere Liebe, unsere Beziehung auf die Probe gestellt. Und jetzt ist es wichtig, bedenken, sollen wir das befestigen oder sollen wir eher loslassen? Weil hier in dieser Phase nicht nur die Beziehungen, das ist jetzt mal ausgeprägt, Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch bei anderen zwischenmenschlichen Kontakte überlegen wir gerade, was ist uns wichtig, was sollen wir befestigen,
was raubt Kraft, Energie, das sollen wir eher loslassen, damit wir einen Lebensplan haben. Und dann kommen wir in eine Schwingung und diese Schwingung hilft uns, all das loslassen, was uns belastet. Ich könnte sagen, die Menschen, die nicht in gleichen Wellenlängen sind, das sollen wir nicht begleiten, sondern eher von diesen Kontakten verabschieden. Es ist keine Bewertung, gut oder böse, sondern das ist Schwingung. Und es ist nicht nur das klar erkennen und klar sehen, sondern fühlen, was passt zu mir, was passt zu mir nicht. Und das, was wir gerade verändern. Viele Menschen suchen einen anderen Weg und starten etwas Neues, weil sie sagen dann, das passt nicht mehr zu mir. Ich bin in einer anderen Energie und ich möchte etwas Neues starten. Also einige Menschen verlassen einen Ort oder Arbeitsplatz oder Kontakte. In dieser Schwingung ist sehr wichtig, aber diese verwurzelt zu sein, dieses Gefühl zu haben, hier bin ich aber angekommen, auch wenn hier Veränderungen sind, all das, was wichtig ist, wie Familie, Tradition oder die liebevolle Menschen, das aber befestigen. Und diese Welle, in dieser fünften Welle, lernen wir etwas Wichtiges, dass unserem Inneren ist unsere wahre Heimat. Und die Selbstliebe entdecken, die Selbstwertgefühl und Selbstliebe, dann kommen wir mit uns selbst in die richtige Schwingung. Und wenn wir in dieser richtigen Schwingung sind, begegnen wir mit Menschen, die wir auch vertrauen können, weil dann, ich würde nochmal das so sagen, sind wir in die gleichen Wellenlänge. Diese fünfte Welle, diese Periode, wo wir jetzt bis 13. Februar uns befinden, hat mit Ahnen, mit Lebensbaum, mit Wurzel etwas zu tun, aber gibt uns das Gefühl, wie wichtig das ist, einiges loslassen, dass wir in dieser Leichtigkeit kommen und die Frage stellen, welche Rolle spielen wir überhaupt in unserem Leben? Und wenn wir schon diese Frage stellen, wo ist mein Platz, wo ist meine Aufgabe, welche Rolle spiele ich hier, dann haben wir neue Ziele, neue Gedanken, ein neues Plan und wir kommen auf diese Welle, weil das ist schon ein Neuanfang. Also jetzt ist die Möglichkeit da, neu orientieren, etwas Neues starten, ohne das verlieren, was uns wichtig ist. Immer auf diesem Baum denken. Die Wurzel des Baumes bleibt erhalten, aber das wächst und dehnt und wir erreichen das Krone des Baumes. Und diese Wurzel gibt die Kraft und die Krone natürlich die Ziele, was wir gerade erreichen können. Die Kommunikation wird viel klarer und deutlicher. Wir werden das mitteilen, was wir erreichen wollen, klar und deutlich das ausdrücken und damit sichern wir unsere Position. Ein Lebensbaum, so kann man diese Welle verstehen, auch das, was uns gerade stärkt. Und in dieser Zeit können wir uns in Natur mit Bäumen verbinden, ein Lieblingsbaum auswählen, mal umarmen, kann uns auch stärken. In die körperlichen Ebenen steht das in Verbindung zu unserer Wirbelsäule, was uns auch stärkt. In dieser Welle
hilft uns ein Kraftort, wo wir das Gefühl haben, hier fühle ich mich verwurzelt. Das ist so meins, das gibt mir Kraft. Und so können wir in diesem Kraftort auf unseren inneren Heimat einzukehren. Diese fünfte Welle dauert bis 13. Februar 2019 und vertritt die Feuerelement. Und die Feuerelement ist aktiv, zeigt Begeisterung und auch Leidenschaft. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Bei diesen Tagen, wo die Feuerelement wirkt, haben wir mehr Kraft, mehr Mut, etwas Neues starten oder uns durchsetzen. In die einzelnen Tagen, 8. Februar. 8. Februar steht zum Zahl 8. Und die Mayas haben die Zahl 8 so gezeichnet, mit 3 Punkt und einer Linie. Und diese Zahl 8, so wie die Mayas das beschrieben haben, bedeutet etwas im Gleichgewicht bringen, etwas ausgleichen, etwas in Harmonie bringen und dann manifestieren. Das ist die Kraft, die Schaffenskraft. Die 8 ist ein Schwung, was uns näher bringt zu der Wirklichkeit. Der Grundsatz ist so, bei der Zahl 8, so wie die Mayas das betrachtet haben, so wie oben, so ist es unten. So wie eine Idee, ein Gedanke, so ist es unten, so wird das manifestiert. Aber damit das hier manifestieren kann, diese Gedanken, Ideen, dazu benötigen wir die Ausgleich und die Gleichgewicht, etwas in Harmonie zu bringen. Wir bleiben noch am 8. Februar. 8. Februar wirkt Ahau. Dieses Symbol herrscht über den Tag. Und dieses Symbol verkörpert die Sonne, die Sonnenkraft und steht in Verbindung zu unserem Ahnen. Und diese Sonnenkraft ist auch die Lichterleuchtung und auch ein Aufstieg, zeigt auch die Ganzheit, zeigt auch die Vollendung und jetzt etwas Neues starten, ein Neubeginn, bringt uns auch Glück und Erfolg. Diese Sonnenenergie, diese Sonnenkraft gibt uns Mut und zeigt die Wahrheit. Diese Sonnenenergie steht in Verbindung zum Tag, steht zum Feuerelement in Verbindung. Wir brauchen auch einen sonnigen Kraftort gerade. Die Krafttier ist die Löwe und die Stein, was zum Sonne zugeordnet ist, Bernstein und Goldtopas. Und in unseren körperlichen Ebenen wirkt auf unserem Herz, Kreislauf und unserem Auge. Wir haben noch einen Einfluss auf den heutigen Tag, das ist mehr als eine Art Mondkalender und dieser Einfluss ist Kimi, übersetzt bedeutet das Tod, aber hat mit Todesfall in dem Sinne nichts zu tun, sondern das ist die Transformation, etwas beenden, loslassen, damit wir in diesem Sonnenenergie bleiben können und das uns Kraft gibt, etwas Neues manifestieren, was auch die Zahl 8 hier uns auch zeigt im heutigen Tag. Das ist so wichtig, gerade unseren Ideen manifestieren, in inneren Harmonie und Gleichgewicht bleiben. Und das war
mein Portaltag am 8. Februar 2019. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.